Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Bakery Simulator. Ja, es ist doof. Richtig, richtig doof. Ich bin ein bisschen angepisst. Es gab ja den Bug in der letzten Folge, dass ich nichts mehr aufheben konnte oder nichts oder so. Dann bin ich kurz ins Hauptmenü zurückgegangen, wieder gestartet und jetzt sind keine Donuts mehr da. Echt ein Wahnsinn. Also, Entwickler von diesem Spiel, wer war das schon? Ja, keine Ahnung. Was habt ihr doch dabei gedacht? Echt. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich nur 9 Donuts von 18. Na super. Also das finde ich richtig schrecklich. Ja, ich finde das richtig, richtig gehend doof, dass es so ist. Aber es ist einfach so. Es ist richtig doof. Jetzt bekomme ich halt leider Gottes, fast keine Reputation oder irgend sowas. Also, das ist schon richtig blöd, dieser Bug. Es ist einfach schrecklich. Ich konnte nicht einmal mehr was in die Kiste reinlegen. Dann habe ich die Kiste genommen, das ging auch nicht. Ja, ich konnte nichts mehr machen in der letzten Folge. Das finde ich so richtig blöd. Das stört mich. Also, da vergeht man dann schon bei solchen Sachen, die ins Spiel eingreifen quasi. Und du halt Ärger dafür kriegst. Finde ich schon richtig doof. Na, das finde ich richtig. Also da verliert man den Spaß an dem Ganzen. Finde ich einfach, Leute. Es ist so. Ja. Schade, schade. Ich hoffe, das passiert nicht noch einmal so schnell. Hat eh gespeichert zum Glück, aber irgendwie. Alles weg. Alle Donuts sind verschwunden, Leute. So. Dann fahren wir mal. Wohin müssen wir? Nach links. Natürlich haben wir da eine Baustelle, Leute. Wir müssen so fahren. Wenigstens kommen wir nicht zu spät, Leute. Wenigstens. Modischer Ort, da sind wir gerade. Lass mich da durch, die Donuts sind kalt. Hey, Leute. So, da sehen wir eh schon, Leute. Liefern. Ja, zwar nur 71%, aber ja. Beziehung aber verbessert, Leute. Aber Stufe 13. Ich bin Bäcker, Leute. Ich bin jetzt Bäcker. Lavabrötchen haben wir. Zwillingsbrötchen, Grannysbrötchen, Kürbiskerne. Und größere Muffinformen. Okay, finde ich cool. Ja, schade halt, dass mit... Oh, Entschuldigung, das 30% verloren, Leute. Es ist schon unglaublich. So, die Donutmaschine. Ich weiß nicht, also ich komme mit der noch nicht so wirklich klar, Leute. Wahnsinn. So, dann machen wir das nächste, den nächsten Auftrag. Wir können den Tag beenden oder müssen wir irgendwas bestellen, Leute? Wie schaut es eigentlich aus? 247 Kilo, das ist mega viel. Brauchen wir irgendwie noch Wasser? 144 Liter, 150 Liter, 149, gut. Okay, da haben wir 2,8 Liter, 3 Kilo Rosinen, 3 Kilo, 2 Kilo, also wir haben noch unglaublich viele Sachen. 240 Milliliter Wasser haben wir da auch noch, wurscht. Sauerteigstarter 750 Milliliter. Nö, wir sind ja nicht gut ausgerüstet, Leute, ne? Na, dann zum nächsten Auftrag, würde ich mal sagen. Was haben wir da eigentlich schnell? Regalofen. Will ich jetzt nicht. So. Dann beenden wir mal den Tag. Schauen wir, was wartet auf uns. Oh! Dreiergebrückten 18 Donuts. In Ilbes LBC. Grandmas Überraschungsdonut. Soll ich mal zu Grandma, bei der Grandma was machen? Ja, mach ich. Überraschungsdonuts, Leute. Leute! Gut! Das sind mal Überraschungsdonuts, ne? Dann mache ich das. Gut. Das ist so ein cooles Lied. Weizenmehl, 900 Gramm. So, Weizenmehl, passt rein damit. 900 Gramm Weizenmehl. Dann haben wir 180 Milliliter Wasser, ne?
So, Wasser haben wir da. Und zwar 180 Milliliter. 180 Milliliter Wasser. Und es geht los. Sehr gut. Dann gehen wir auf Milch rüber. Da brauchen wir 270 Milliliter. Ah, immer löschen vorher. 270 Milliliter Milch. Ha, super. So, dann haben wir Butter, 180 Gramm. Na sehr was, wo ist denn da die Butter hin? Da. Butter. 180 Gramm Butter. 50, 70, 80. 180 Gramm Butter. Eier, 180 Milliliter, Leute. Sehr gut. Schlagen wir mal auf. So, 135 Milliliter Eier haben wir schon. Super. So, 180 Milliliter Eier haben wir. Passt. Zucker haben wir dann noch. Der ist da oben. Wie viel brauchen wir? 18 Gramm Zucker. Das ist so blöd mit dem großen Topf hier. Und drei noch. So, fertig. 18 Gramm Zucker, gut. Hefe 18 Gramm, wo ist denn die Hefe jetzt? Hier. 18 Gramm Hefe. Ah, abschöpfen wir einmal, hoppala, zu viel. Rosinen 90 Gramm, wo haben wir da die Rosinen? Da haben wir die Raisins. 90 Gramm Rosinen. Super. So, und fertig sind wir da, Leute. So, wie viel? 30 bis 50 Sekunden drehen, erhitzen. Nehmen wir 30, Leute. Passt. Gut. Dann komm, machen wir das. Die Überraschungsdonuts. Ich muss das jetzt einmal checken mit der Donutmaschine. Ay, Leute. Aber es hat so trotzdem Geld gegeben letztens. Überraschungsdonuts diesmal. Oh, Leute. Für Grandmas. Fertig. Ja. So, dann würde ich einmal sagen, gebe ich das da rein. So, das kann ich ja wieder zurückgeben gleich hier. Passt. 200 Grad einstellen. So, 200 Grad. So, Donutmaschine, ja. Dann würde ich einmal sagen, kann ich da irgendwas runtergeben oder so? Oder wartet mal kurz. Vielleicht ein Tablett oder so? Nö, kann ich auch nicht. Die fliegen einfach daher, okay. Ja, dann machen wir das einmal. 200 Grad sind eingestellt. Okay. Ich muss aufpassen, dass sie nicht verbrennen, Leute. Das ist nicht einfach. Boah, das ist aber ganz schwer, Leute. So, verbrannt. Aber so extrem ist es jetzt gar nicht. 18 Donuts. So, ich gebe das einmal einzeln rein, Leute.
es geht ja, gewisse Zeit geht's ja, dass ich es reingebe. Ich hoffe, dass der Bug nicht noch einmal ist, Leute. Ja, das mit dem Verbrennen, da komme ich noch nicht ganz hin. Oh mein Gott. Was ist da, wo ist denn das hingefallen? Da unten. Leute! Vielleicht schaffe ich mehr als jetzt nur 9 Stück. Mal 2 rausfischen hier. So. 10 Stück, na bitte, habe ich schon mehr als vorher. Leute! Aber sie sind gar nicht so extrem verbrannt jetzt wie letztens. Kriege ich schon besser hin ein bisschen. Oh, der ist perfekt, der Donut. Da war sogar eine der Art überall 100% gehabt. So. Passt, Leute. 18 Leute! Ich habe endlich wenigstens einmal alle. Gut, sie sind teilweise verbrannt, aber... das ist, macht ihr jetzt einmal nichts. Wir fahren einmal zu Grandma. Leute, ja, für die Omis, da braucht man schon wirklich gute Donuts, Leute. Es reicht, wenn ich mit dem Wagen fahre hier. Mit Donuts kann ich auch mit dem kleinen Wagen fahren, ne? Würde ich einmal sagen, ne? Jetzt haben wir schon das zweite Mal hintereinander Donuts. Jetzt ist es aber schon weitergegangen. Jetzt habe ich zumindest alle Donuts gemacht. Natürlich sind teilweise auch welche verbrannt. Leider Gottes. Ah, keine Ahnung, was die... Das mit der Donutmaschine ist schon ein bisschen... Wirrwarr. Also ein bisschen mühsam. Leute, das ist gar nicht einfach. Hey. Möchtest du deine Arbeit erleichtern? Drücke Tab und kaufe neue Maschinen. Nö. Oder erneuere deine bereits vorhandene. Nein, Leute. Ich muss Geld sparen. Ja. Das kriege ich ja demnächst, komme ich auf die 2000 Euro zu. Ja. Oder Dollar. Was sind denn das jetzt? Leute, Dollar oder Euro? Leute. Na komm doch. Donuts Dude. Den kann ich noch nicht beliefern, den Donut Dude. Aber ich kann schon Donuts beliefern. Na wenigstens. Also Donuts ausliefern. So, dann fahren wir zu Grandma. Die ist ja wieder irgendwo da vorne, Leute. So, ich muss nach links, weil da ist eine Baustelle. Muss ich schon wieder einen Umweg fahren, Leute. Ich glaub's ja nicht. Weil da diese doofe Baustelle ist. Ah, Wahnsinn. So, da rein. So, da ist sie jetzt irgendwo, gell? Ja, hier. So, da, beliefern. Ja, was? Warum nur 86? Achso, wegen der Verbrennung, ja. Leute. Wegen der Verbrennung. Level 14, jawohl. Ruf 17. Ich bin jetzt Bäcker, Leute. Kleines Brötchen habe ich freigeschaltet. Zwillingsbrötchen, Lavabrötchen habe ich schon. Kürbiskerne wieder. Okay. Na, dann machen wir weiter, Leute. Eine Lieferung geht's noch raus. Aber schauen wir mal, ob was da noch gibt jetzt. So, haben wir da noch irgendwas? Get baked. Bake it good. Ich weiß, ich bake immer gut. Leute. So, dann machen wir weiter. Gleich mit der nächsten Bestellung. Gleich am nächsten Tag abschließen. Über 2000 Ocken habe ich jetzt. Ginger House. Lavabrötchen, Leute. Ich werde Lavabrötchen machen. Die habe ich noch nie gemacht, glaube ich. So, wie schaut es eigentlich aus? Salz 22, Zucker 33 Milliliter. Ich würde mal sagen, ich nehme trotzdem das große. Das war Vollkornmehl, brauchen wir. Vollkornmehl, ja. Da ist Vollkornmehl, da brauchen wir 550 Gramm, Leute. 550 Gramm Vollkornmehl, Leute. Dann haben wir Wasser. 330 Milliliter Wasser, ja.
Na bitte. Und Olivenöl. Ah. Olivenöl, 44 Milliliter. 44 Milliliter Olivenöl. Sehr gut. Hefe. Gut, dann kann ich das einmal rausgeben. So, Hefe brauche ich 22 Gramm. Hefe, 22 Gramm. Sehr gut. 22 Gramm Salz. So, haben wir. Und Zucker, 11 Gramm. So, passt. Fertig. Kürbiskerne. Ah, Leute. Die haben wir da hinten. Kürbiskerne. Wo haben wir die? Marmelade, Zimt, Nelken, getrocknete Cranberries, Knoblauchpulver. Nö, die haben wir da nicht. Die haben wir eh dort. Kürbiskerne hier. 33 Gramm. Sehr gut. 20 bis 35 Sekunden quirlen. Leute. 20 Sekunden quirlen. Mach mal, Leute. Lavabrötchen haben wir da. Brötchen, okay. Lavabrötchen. Form, diese Brötchenform, okay. Da muss ich wieder mit der Hand arbeiten, Leute. Mit der Hand. Leute, ich bin so pervers. So, da muss ich wieder mit der Hand arbeiten. Ja, Handarbeit macht Spaß. Leute, so, diese Brötchen. Hier. So, komm doch. Ha, immer wichtig. Wie viel brauche ich? Wie viel Stück schnell? Ja, wieder mal mit der Hand was machen. Das finde ich cool. Wahnsinn, ja, dass es drüber rutscht. Also es ist schon richtig buggy, das Spiel. Das ist das, was mich an dem Spiel richtig stört. So ein super gemütliches, cooles Spiel und dann buggt's immer wieder. Ja, finde ich schade. Das Spiel hätte noch mehr Potenzial, als es schon hat. So, gut. Na bitte. 11 Brötchen habe ich jetzt. Die lege ich mal auf dieses Blech hier. So, super. Mache ich das, Leute. Lavabrötchen. Ich weiß nicht, ob ich das Lied lassen soll oder ob ich da ein eigenes Lied einfügen soll, weil teilweise, wenn man es da länger spielt, habe ich schon einmal erwähnt, letztens, ist es schon nervig, ein bisschen. So, da haben wir 6 Stück. Ja, 11 Stück Brötchen, das passt ja. Super, haben wir das auch einmal richtig gebacken. Das mit den Brötchen kriege ich schon richtig gut hin, finde ich. Mit den Donuts, da habe ich es noch. Also Donuts, da ist noch meine Problemzone. Problemzone Donut, Leute. Komm doch, leg's doch hin, Mensch. So, dann sind wir auch mit der Folge schon durch, Leute. So, 11 Stück habe ich jetzt. So, 6, 8, 10, 11. Passt. Und auf 200 Grad. Passt. So,
Dann machen wir es einmal. Ja, aber wie lange braucht es? 25 bis 40 Sekunden nur backen, also von im Spiel her. Das sind so die. Sind ja keine echten. Sind schon echte Sekunden, aber das ist jetzt nicht so. So kurz würde es nicht dauern. Aber wenn man alles realistisch nehmen will, müsste man 20 Minuten oder 25 Minuten warten, bis einmal ein Brötchen gebacken ist. Das wäre blöd. Da würde man ja dann umkommen, weil das ja nur ein Spiel ist, Leute. Raus hier. Passt. Ja, gut. Dann haben wir das einmal, Leute. Auch eine richtige Lieferung hier jetzt. Endlich, Gott sei Dank. Nach zwei Lieferungen in die... Also mit Donuts. Nach zwei Donut-Lieferungen. Jetzt wieder Brötchen, na bitte. Ich will aber auch andere Sachen machen. Zum Beispiel Muffins oder irgendwas. So, das führen wir jetzt noch raus. Und dann ist die Folge aus. Ah, oh, Leute, naja, gleiche Wort mit gleichen Wörtern reimen. Ist nicht gut. Das finde ich cool, das Lied. Cool. So. Fahren wir mal, Leute. Da ist schon wieder eine Baustelle. Ich glaub's ja nicht. So. So. Oh, das ist aber weit weg hier. Hier rein, da. Da muss ich hin, Leute. Aua. Schon wieder. Gebiete. Schon wieder so blöde Baustelle. Ist das die Baustelle? Wartet mal. Ist die Baustelle jetzt eigentlich... direkt auf der Kreuzung oder kann ich noch reinfahren hier? Ja. Da ist ein Unfall passiert, Leute. So, fertig. Da bin ich, Leute. Ich bin Lieferant, ich darf so fahren. Ja, Leute, gut. 100%. Ja. Das habe ich schon 2.500 Dollar oder Euro. Wegen einem kleinen Ding habe ich keinen Levelaufstieg erreicht. Was soll das? Zentraler Mischer habe ich freigeschalten. Okay, das wäre eher mal interessant, einmal herauszufinden, was ich jetzt alles neu habe und so. Ah, das wär's, Leute. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben 2.500 Euro geschöpft und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Diese Folge ist wieder um, ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann geht es mit der nächsten Folge weiter. Im Anschluss, also das wird noch einige Tage dauern, bis es online kommt, die nächste Folge. Wurscht. Ja, nachdem es eher eigentlich keine gibt, die sagen, wann kommt die nächste Folge raus oder irgendwie, dann ist es eigentlich eh wurscht. Und es schauen eh nicht so viele zu bei mir, also von dem her. Leute, ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, Game Over und ciao.